Sehr schön, guten Nachmittag. Viel Feind, viel Ehr. Mathe und Schwurbelei. Ich glaube, der Kanal heißt der Wolfi. Ich komme gleich drauf. Heute Morgen wurde ich informiert von Elke Faber. Vielen Dank, ich habe mich so gefreut. Das war allerdings im Spam gelandet, ist klar, naja. Und zwar kann es sein, dass ein Hey Wolfi ein Video über einen angeblich schwurbelnden Mathelehrer plant. Siehe hier der Link. Ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung reintun. Und ich schrieb, naja, danke, das ehrt mich auf eine seltsame Art. Viel Feind, viel Ehr. Und so habe ich auch dieses Video genannt. Und ich schrieb natürlich als Antwort, ich freue mich schon. Schauen wir mal kurz, worum es geht. Und dann lachen wir gemeinsam. Also. Mathe und Schwurbelei. Premiere in 2 Stunden am 30. August 17:50 Uhr. Wie ein Mathelehrer Verschwörung verkauft. Ich habe das sofort geliked, das hat mir gefallen. Acht warten derzeit. Hey Wolfi, ein toller Kerl. Oh, schätze ich mal. Na gut. Sein Begleittext. Lehrer Mafü hat auf YouTube mehr als 77.000 Subscriber. Viele von ihnen hat er gewonnen, weil er ihnen Kurse in Mathematik anbietet. Hintenrum jedoch wirkt er ihnen zugleich Verschwörungstheorien aus dem Lager der Querdenker rein. Und das macht ihn so gefährlich. Doch, wer ist eigentlich der Lehrer Mafü? Ja, und da bin ich mal gespannt, wer ich bin. Ja gut, die Kommentare, die häufen sich hier schon. Ich schrieb natürlich, danke, das ehrt mich, wenn auch auf seltsame Art. Und dann gab es etliche Antworten. Naja, und Ete Petete sagte zum Beispiel, hey Mafi, treiben sich auf diesem Kanal, also dieser hier, auch kluge Leute herum. Seit wann? Ja, ich habe geschrieben, ja, ich wurde ja heute Morgen informiert. Einer schreibt über Mathematik, finde ich übrigens auch eine ganz nette Kanalbetreiberin und die erklärt es auch sehr schön. Ne? Und andere, hey Wolfi, da hast du wieder ein interessantes Klientel angeworben. Die Reaktion deiner Leute, dieser Leute zeigt, wie richtig du mit deinen Beiträgen liegst. Bester YouTuber, gemeinsam mit Rechtsanwalt Jun und Cinemaware. Naja, gut, klar. Und so weiter und so fort. Und dann geht das hier in die Vollen. Manche haben sich. Es lohnt sich. Also guckt euch vor allem die Kommentare an. Es lohnt sich. Am besten, ich mache auf meinem nicht meinem Kanal, sondern auf meinem Video hier, mache ich am besten zu die Kommentare, damit ihr da drüben kommentieren könnt. Ich werde das dann mal ab und zu verfolgen. Oder, ach, ich weiß nicht. Das wird hier natürlich wieder viele Ratten anlocken. Wir sagen immer gerne Ratten dazu. Ich meine jetzt diese, wie sagt man auch dazu? Ach, Trolls, ja, und so weiter. Also seid gespannt, 17:50 Uhr heute. Denkt an den Link hier unten drunter. Den schreibe ich gleich als erstes herein, damit keiner groß gucken muss. Wie man in die Videobeschreibung kommt, das müsste man dann sehen. Und freut euch. Ich bin auch gespannt. Mal sehen, was da so alles Schlimmes hat, wer ich denn sei. Na dann, seien wir auf heute gespannt. Ich glaube trotz alledem, nur Bildung hilft. Und insofern war das kein Nachtrag, aber ihr wisst ja, warum ich das hier mit dem Buch mache, damit ganz einfach YouTube keine zusätzliche Werbung einblendet, so wie zum Beispiel bei Reitschuster. Da passiert es, der kriegt keinen Cent davon und trotzdem wird da Werbung eingeblendet, das finde ich eine Sauerei. Na gut, also, bis dann. Ich bin gespannt und freue mich. Tschüss, tschüss.